Hi, Andre hier für tabletblog.de. Ich bin noch immer bei Acer auf der CES in Las Vegas und wir haben hier das neue Acer Iconia A1, das letztes Jahr im Mai vorgestellt wurde. Das ist jetzt die Neuauflage, das Acer Iconia A1 830. Und hier hat sich im Vergleich zum Vorgänger einiges getan. Das Display ist noch immer 7,9 Zoll groß und besitzt eine Auflösung von 1024x768 Pixel. Hier drin haben wir jetzt allerdings keinen MediaTek-Prozessor mehr, sondern den Intel Clover Trail. Dazu gibt es 1 GB Arbeitsspeicher und 16 GB Flash-Speicher. Gehen wir mal ein bisschen um das Gerät herum. Wir haben hier oben eine Kamera. Auf der Rückseite haben wir dann ebenfalls wie beim Vorgänger eine Kamera mit 5 Megapixel, hier unten 2 Lautsprecher und ihr seht schon, dass sich das Gehäuse geändert hat. Das ist nämlich kein Plastik mehr, sondern wir haben hier Aluminium auf der Rückseite, bis auf oben die Plastikabdeckung für die WLAN-Antennen. Dann haben wir oben einen Micro-USB-Anschluss sowie den Audio-Ein- und Ausgang. Daneben sitzt offenbar auch ein Mikrofon. An den Seiten haben wir jeweils nichts, bis auf dieser Seite. Dort befindet sich die Lautstärkewippe und der Power-Button. Daneben ist dann der Micro-SD-Karten-Slot angebracht, womit der Speicher erweitert werden kann. Auf dem Acer Iconia A3 läuft Android Jelly Bean und wir schauen mal schnell in die Einstellung, um zu schauen, welche Version das ist. Das ist momentan Android 4.2.2 und die Oberfläche wurde minimal von Acer angepasst. Das sieht genauso wie beim Vorgänger aus, ist also ganz gut. Es läuft alles flott hier, der Clover Trail Prozessor kommt also mit Android Jelly Bean und der Software hier klar. Gut, das ist ein schnelles Hands-on mit dem Acer Iconia A1. Das wird wie der Vorgänger 169 Euro kosten, ist also ein sehr günstiges Tablet. Und mal sehen, wann genau es denn in Deutschland erscheint. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.